Ja, hallo alle zusammen. Meine Opening Line wurde mir ja gerade quasi vorweggenommen. Herzlich willkommen zum Vortrag über UIKit 3. Mein Name ist Franziska Schulz. Ich bin Webdesignerin bei YouTheme. Ich sag schon mal, ich bin heute so ein bisschen im Stimmbruch. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem alle hören und vor allem auch verstehen. Ansonsten einmal Wort geben. Genau. Einmal kurz zur Gliederung von meinem Talk heute. Es geht um UIKit 3, das ist die neueste Version von unserem Frontend-Framework von YouTheme. Und für die Leute, die es jetzt noch nicht so genau wissen, werde ich noch mal ganz kurz erzählen, was UIKit ist. Dann, worum es ja hier eigentlich geht, was alles neu ist in UIKit 3. Dabei werde ich noch mal ein bisschen genauer eingehen auf bestimmte Komponenten, die entweder neu sind oder geupdatet wurden. Das wird alles relativ, sagen wir, zackig angerissen. Dann zeige ich euch nochmal die neue Dokumentation und werde nochmal ein paar Tipps geben, wie man am besten von älteren UIKit-Versionen auf UIKit 3 migrieren kann, beziehungsweise was das ältere von UIKit 2 auf UIKit 3. Kommen wir also gleich mal zum ersten Punkt. Was ist UIKit? Die meisten wissen es wahrscheinlich schon. UIKit ist ein modulares Frontend-Framework, das als Bausatz aus verschiedenen Komponenten zur Erstellung von Web-Interfaces unterstützt. Nutzer müssen dabei nur ein HTML-Gerüst erstellen, zum Beispiel ein UL als Navigation, und UIKit bietet dabei ein Set an Klassen, die der Navi Styling und ihre Funktionalität geben. Dabei wird der Nutzer von unserer umfangreichen Dokumentation angeleitet. Und das Ganze funktioniert dann mit Hilfe von LESS und aktuell auch jQuery. UIKit ist Open Source und MIT lizenziert, das heißt, man kann es frei benutzen für alle möglichen Projekte ohne Einschränkung. Und das Ganze ist inzwischen ziemlich populär geworden, es gibt es ja schon ein paar Jahre und hat derzeit ungefähr 10.580 Stargazer bei GitHub. Und unser offizieller Gitter-Chat hat etwa 1380 User, was natürlich auch bedeutet, dass man ziemlich schnell dort Unterstützung finden kann, wenn man tatsächlich Fragen hat oder Probleme. Dann zum eigentlichen Thema. Was ist neu an UIKit 3? Grundsätzlich muss man erstmal sagen, UIKit wurde nicht einfach geupdatet, das wurde wirklich von Grund auf neu geschrieben. Jede Komponente wurde einzeln neu überdacht und dadurch ist das Ganze kleiner, robuster, es funktioniert einfach besser. Die meisten Probleme auf UIKit 2 gibt es so nicht mehr oder gibt es nicht mehr. Zum Beispiel wurden in vielen Komponenten die Default Styles in separate Klassen ausgelagert. Wenn man jetzt zum Beispiel den Button nehmen würde, wird der Default Button nicht einfach über die Klasse UK-Button gestylt mit Hintergrund, Textfarbe etc., sondern man gibt zusätzlich die Klasse UK-Button Default an und dadurch muss man den Default-Style nicht mehr extra überschreiben, wenn man das anders haben möchte. Und dadurch wird das Ganze natürlich auch etwas schlanker. Die Klassenbenennungen sind verständlicher und konsistenter geworden. Und generell werden die Komponenten stärker miteinander kombiniert, um redundanten Code zu vermeiden. Das macht UIKit zum einen modularer und übersichtlicher, aber auch kleiner natürlich. Wenn man es auf die gleiche Funktionalität kompiliert, wie UIKit 2 zurzeit ist, dann bedeutet das, dass das CSS ungefähr 21% kleiner, das JavaScript sogar 28% kleiner ist. Außerdem, was sicherlich einige freuen wird, gibt es jetzt eine SaaS-Version von UIKit und auch eine RTL-Version. Yes! Und auch sicherlich, gern gesehen, die Docs wurden komplett neu geschrieben und sind nun auch noch etwas besser verfolgbar, man kann besser mit den Code-Exemplen umgehen. Darauf werde ich aber nochmal im Detail eingehen, wie schon erwähnt. Noch ein kleiner Hinweis, auch wenn UIKit 3 derzeit eine Beta-Version ist, ist es eigentlich schon voll stabil. Es gibt noch ein paar Komponenten, die fehlen, die bald reinkommen werden, wie die Slideshow oder das Dynamic Grid. Davon abgesehen ist es aber eigentlich schon voll funktionsfähig. Wir selbst benutzen das in unseren Produkten wie YouTheme Pro schon seit einiger Zeit, deswegen würden wir auch dringend empfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf UIKit 3 umzusteigen. Das wird wirklich einiges lohnen und hat eigentlich keine negativen Seiten. Um nochmal ein paar neue Features rauszustellen, zunächst mal ist UIKit 3 jetzt noch besser anpassbar für verschiedene Device-Größen. Einige Komponenten, wie zum Beispiel das Grid, haben zusätzliche Breakpoints
Und die Klassen sind etwas logischer und besser verständlich geworden, dadurch, dass wir jetzt Size-Post-Fixes benutzen. Das heißt, am Ende von der Klasse, die für einen bestimmten Viewport ist, haben wir @S, zum Beispiel für kleine Bildschirme, also Telefone und größer, @M für Tablets, @L für Desktop und größer und XL für sehr große Desktop-Computer. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr überlegen, ah, Margin Medium, ist das jetzt Medium großes Margin oder ist das für Medium große Bildschirme? Das ist halt Medium @M und dadurch ziemlich klar. Die JavaScript-Attribute DataUK wurden jetzt umbenannt in UK, um das Ganze nochmal ein bisschen zu vereinfachen und werden auch verbreitet benutzt. Allerdings funktioniert DataUK auch nach wie vor, kann man also weiterhin benutzen. Der Vorteil an den Attributen ist, dass sie als eine Art Shortcut funktionieren, um notwendige Klassen automatisch über JavaScript zu injecten. Man muss die Klassen also nicht mehr manuell setzen, wie jetzt zum Beispiel beim Grid. Man setzt das UK-Grid-Attribut und das setzt automatisch die Klasse UK-Grid, um das Grid zu erzeugen. Und nochmal UK-First-Column, die ganze Funktionalität muss man nicht mehr selbst reinmachen. Das spart natürlich Zeit und ist besonders praktisch in sehr häufig verwendeten Komponenten wie zum Beispiel dem Grid, dem Dropdown-Icon etc. und zieht sich so durch das ganze UI-Kit. Ja, um konfliktfreies Arbeiten in jeder Umgebung zu ermöglichen, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Custom-Prefixes zu setzen. Von Haus aus hat UIKit das UK-Prefix, um Konflikte zu vermeiden, wenn man UIKit in existierende Projekte einbindet. UIKit 3 ermöglicht es jetzt aber auch, diese Prefixes per Command Line individuell anzupassen. Ja, hier sieht man einmal, was man da angeben würde. Also auf das Projekt in der Konsole quasi npm run prefix minus 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 p und dann das Custom Prefix quasi angeben. Und dadurch wird ein eigenes UI-Kit kompiliert, das statt UK eben das eigene Prefix, also myPrefix oder XYZ, verwendet. Dadurch kann man jetzt die Versionen nebeneinander verwenden, was ziemlich sinnvoll sein kann, wenn man zum Beispiel ein CMS-Plugin baut und da nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob vielleicht noch eine andere UI-Kit-Version geladen wird. Außerdem haben wir jetzt den Scope-Mode, der es ermöglicht, dass man UI-Kit-Styles auf bestimmte Bereiche innerhalb der Seite beschränken kann. Das kann zum Beispiel wiederum notwendig sein, wenn man in Admin-Interfaces arbeitet, wie eben zum Beispiel dem Backend von Joomla. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man Base-Styles anpasst, weil da ja keine speziellen Klassen verwendet werden, sondern tatsächlich die Elemente selbst gestylt werden und da kann man dann eben mit dem Default-Styling Konflikte vermeiden. Wenn man das machen möchte, kann man das eben auch per Command Line kompilieren, indem man npm run scope über das Projekt laufen lässt und dann das Markup in dem entsprechenden Bereich in einen Div wrapped mit der Klasse UKScope. Und schon wird nur in dem Bereich, wo tatsächlich die Klasse verwendet wird, auch UIKit verwendet. Mehr Infos dazu findet man auch nochmal in der UIKit-Doku, getuikit.dot/avoidingconflicts. Und wie bereits erwähnt, haben wir jetzt eben auch RTL-Support, das heißt Sprachen wie Arabisch, ich glaube Hebräisch, die von rechts nach links laufen, werden jetzt unterstützt. Dazu muss man eben im HTML das Direction-Attribut auf RTL setzen und die UI-Kit RTL-min-CSS aus dem Dist-Ordner verwenden. Man kann es aber auch aus der GitHub-Source direkt kompilieren, indem man einmal Node installiert und dann npm run compile-rtl rüberlaufen lässt. Auch dazu haben wir aber nochmal einen Artikel in den Docs. Ja, jetzt werde ich ein bisschen auf einzelne Komponenten eingehen, die neu sind. Vorher trinke ich einen Schluck Wasser. Starten wir einmal mit dem Grid, das komplett überarbeitet wurde. Das Grid wird jetzt zusammen mit der ausgelagerten With-Komponente gebaut. Und dabei können wir zum Beispiel im Gegensatz zu vorher jetzt gleichweite Boxen erzeugen, indem wir eine Child-With-Expand-Klasse verwenden.
Expand bedeutet hierbei also, dass jede Column in dem Grid den verfügbaren Platz einnimmt. Das heißt, wenn man drei Boxen nebeneinander hat und die alle gleich viel Platz einnehmen, dann sind sie eben genau ein Drittel groß. Und in dem Beispiel sieht man auch nochmal einmal das UK-Grid-Attribut, wie es verwendet wird, und auch nochmal die AddS-Postfix-Klasse auf der Child, also UK-Child with Expand AddS. Das bedeutet, dass über bei Bildschirm ab, Phone und größer hat man die drei Columns nebeneinander. Bei kleineren Bildschirmen, ich glaube der Breakpoint ist derzeit bei 460 Pixel, wenn ich mich irre, rutscht das Ganze untereinander und stackt. Kann man den Breakpoint selber einstellen? Ja, dafür gibt es auch Variablen in UI-Code. Genau. Wir haben aber noch ein bisschen mehr Flexibilität. Neben den Expand-Klassen gibt es jetzt nämlich natürlich auch nach wie vor die bruchbasierten Klassen, ein Drittel, ein Halb etc. bis ein Sechstel, aber auch eine With-Auto-Klasse, die eben so weit aufgeht, wie der Content Platz benötigt. Das heißt, hier haben wir ein Grid, das zusammengebaut ist aus der Auto-Klasse. Der Content ist also einfach so breit wie der Content. Ein Drittel-Klasse, ein Drittel, selbsterklärend, und Expand nimmt einfach den Platz ein, der noch übrig bleibt. Damit kann man natürlich sehr komplexe Layouts erzeugen und hat sehr viel Flexibilität, sehr viel mehr als vorher und ist eben nicht an diese Brüche gebunden. Das zum Grid. Die Icon-Klasse ist, Komponente, nicht Klasse, ist komplett überarbeitet worden und kommt jetzt mit unserem eigenen SVG-Icon-System. Bisher hatten wir dafür Font Awesome verwendet, haben aber über die Zeit festgestellt, dass SVG-Icons eigentlich sehr viele Vorteile gegenüber Icon-Fonts bieten. Zum Beispiel sind Vektorgrafiken eben kein Text, deswegen hat man keine Probleme mit Anti-Aliasing vom Browser, sondern sie werden sehr scharf gerendert, weil sie eben einfach so groß sind, wie sie sind. Man muss bei der Größe auch nicht beachten, dass es Line Height, Vertical Align, Letter Spacing und so weiter gibt. Das muss gar nicht berücksichtigt werden, weil die Icons eben einfach so groß sind, wie sie sind. Ist ja im Grunde wie Markup im SVG. Und sie können auch besser per CSS bearbeitet werden, weil man auch einzelne Teile vom Icon bearbeiten kann oder auch zwischen Border und Fläche unterscheiden kann. Darüber hat Chris Coyer bei CSS Tricks auch einen Artikel geschrieben, der das nochmal so ein bisschen gegenüberstellt. Kann ich später gerne auch nochmal weitergeben, falls sich jemand dafür interessiert. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass durch das UK-Icon-Attribut die Icons dynamisch injected werden und per CSS gestylt werden. Man gibt also das UK-Icon-Attribut an und dazu das Icon-Parameter, in dem man dann das Icon definiert, das gerendert werden soll. Also in dem Fall Check für das Check-Item, Hard für Hard, benutzt dafür also keine Klassen mehr. In der UI-Kit-Dokumentation gibt es eine Liste von allen Icons und den Namen. Das sind im Moment etwas über 130, werden aber natürlich auch konstant immer wieder erweitert mit jedem Theme, das wir veröffentlichen, kommen immer mal wieder welche dazu. Kurze Frage. Habt ihr dann bei den SVG-Grafiken die Ebenen dort irgendwie dokumentiert, dass man die Icons animieren kann? Das sollte prinzipiell gehen. Also die haben jetzt, glaube ich, keine eigenen Klassen. Du musst ja im Endeffekt bei den SVG-Grafiken, ich bin da zwar auch nicht mehr so tief drin, aber du kannst ja im Endeffekt jede einzelne Linie, die da rein theoretisch gezeichnet ist, einzeln animieren. Aber dazu musst du ja wissen, welche da irgendwie... Ja, also bisher haben wir es halt bewusst nicht benannt, damit man am Ende nicht irgendwelche Validierungsfehler hat oder so, weil IDs doppelt vorkommen oder so. Aber man kann halt auch ganz einfach das SVG zum Beispiel öffnen. Ja, das ist sowieso. Ne? Ja, okay. Und dann halt da reingehen, ja. Kann ich aber gerade auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, ehrlich gesagt. Also ist aber theoretisch möglich auf jeden Fall. Aber die sind an sich ja auch so simpel bei uns gehalten, dass man da jetzt nicht so viel Einzelnes irgendwie einklemmen würde. Genau. Man kann auch die Größe natürlich ändern von den SVG-Icons. Dazu benutzt man die Ratio-Option und benutzt den Faktor, um den das Icon eben vergrößert werden soll. Also in dem Fall soll es doppelt so groß sein, also gibt man 2 an. Das wäre erstmal 2 Icon. Dann eine ganz tolle neue Addition für uns auch selbst als Entwickler oder
Designer bei Utheme ist die Inverse-Komponente. Die ermöglicht es, dass man die meisten UI-Kit-Komponenten für helle oder dunkle Hintergründe einfärben kann, je nachdem, ob man einen hellen oder dunklen Style verwendet. Man braucht also kein Custom-CSS mehr schreiben, damit Elemente auf verschiedenen Hintergrundfarben oder auch auf Hintergrundbildern gut dargestellt werden, sondern es funktioniert so, dass in hellen Styles Elemente, die auf dunklen Hintergründen sind, dann eben weiß eingefärbt werden und auf dunklen Styles Elemente, die auf hellen Hintergründen dargestellt werden, dunkel eingefärbt werden, statt sonst eben weiß. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel einen hellen Style verwenden würde und eine dunkle oder farbige Fläche im Hintergrund hat oder eben auch ein Bild, dann gibt man die Klasse UKLight und automatisch werden die Elemente entsprechend eingefärbt, damit sie auf dieser Fläche gut stehen. Und das gleiche passiert, wenn man einen dunklen Style benutzt und Elemente für eine helle Fläche einfärben will, dann gibt man die Klasse UKDark und die Elemente werden dunkel eingefärbt, sodass sie auf der hellen Fläche wiederum gut zu erkennen sind. Das hat für uns auf jeden Fall schon mal einiges an Kopfschmerzen beseitigt, wenn wir Themes entwickelt haben. Dann kommen wir zu der Card. Die neue Card-Komponente ersetzt das frühere Panel und soll ich jetzt schon stehen? Genau, funktioniert jetzt eben über die Klasse UK-Card. Es gibt auch noch das UK-Panel, das hat aber an sich eigentlich kein wirkliches Styling, sondern positioniert Elemente relativ. Ist also nicht so wirklich relevant. Außerdem wurde der Default-Style bei der Card-Komponente jetzt eben wie vorhin auch schon erwähnt ausgelagert. UK-Card erzeugt eben Position-Context, während der Default dann das Padding und die Hintergrundfarbe und eventuelle Box-Shadows je nach Style dazu gibt. Das ist eben vorteilhaft, weil man dann später den Style nicht überschreiben muss, wenn man eine andere Farbe haben möchte und dadurch Overhead-Code vermeidet. Wie vorher gibt es trotzdem immer noch... das Ganze entspricht dem Google Material Design Prinzip, was vielleicht einigen Leuten was sagt, wo man eben Informationen in Cards vermitteln kann. Und darum ist es jetzt auch möglich, einen Card Header, Title, Body und Footer zu geben. Und da kann man dann je nach Notwendigkeit auch noch zusätzliches Padding geben durch Large Klassen etc. Dazu aber auch mehr in der Dokumentation. Und wie vorher auch, gibt es zusätzlich zum Default-Style noch die Primary-Secondary-Hintergrundfarben, die entsprechend auch teilweise den Content mit anpassen. Und weiter geht es mit Drop und Dropdown. Dropdown kennt man natürlich schon, Drop ist noch etwas neu. Und zwar kann man mit der Drop-Komponente jedes Element relativ zu einem anderen positionieren. Dazu muss man einfach nur das UK-Drop-Attribut vergeben und ein Toggle-Element, zum Beispiel einen Button, anlegen. Toggle und Drop kann man dabei gruppieren, indem man zum Beispiel ein Div mit einer UK-Inline-Klasse darum schließt. Von sich aus hat das Drop kein Styling, das ist so beabsichtigt, weil es erstmal nur für die Positionierung sorgen soll, damit man jedes beliebige Element dort reinlegen kann. Zum Beispiel in dem Fall haben wir jetzt hier ein Card wieder reingelegt, das dann eben getoggelt werden kann. Kann auch eben auch alles mögliche andere sein. Und im Default wird das Drop durch das Hovern getoggelt. Man kann aber auch einen Click-Mode aktivieren, indem man eben das Parameter Mode-Click dazu gibt. Dann wird eben nicht mehr das Drop geöffnet, indem man den Button hovert, sondern indem man ihn klickt. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch das Dropdown, nur dass es über sein eigenes Styling verfügt und eben kein extra Element braucht und eben sein, ja, bei jedem Theme irgendwie speziell gestylt ist. Auch hier gibt es den Click-Mode und noch einen Haufen weiterer Optionen. Man kann es unterschiedlich positionieren, man kann ihm einen gewissen Offset zu seinem Toggle geben, man kann Boundary Alignment geben, damit das Dropdown anhand von der Größe seines Containers geflippt wird. Das ist natürlich irgendwie sinnvoll, wenn es irgendwo nicht mehr reinpasst in den Container, dass es dann einfach umdreht und trotzdem noch vollständig zu sehen ist. Ein Schlückchen. Das kratzigen halt heute. Und weiter geht's mit der Navbar.
Ja, die Nachbar wurde, Überraschung, auch umgebaut. Sie besteht jetzt aus dem Nachbar-Container mit der Klasse UK-Nachbar-Container und dem UK-Nachbar-Attribut. Darin ist dann die Nachbar selbst und die Navigation. Das Schöne dabei ist, dass man zum Beispiel auch eine oder mehrere Nachbars da drin darstellen kann und die auch noch nach links, rechts oder mittig ausrichten kann. Das sieht dann so aus, man hat eben die UK-Nachbar-Left-Klasse, UK-Nachbar-Center oder UK-Nachbar-Right. Und auch bei der Nachbar gibt es einen Click-Mode, der wieder genauso funktioniert wie bei unseren anderen Komponenten. Mode-Click als Parameter angeben und schon muss man ein Item klicken, statt es zu hovern, um das Dropdown zu toggeln. Für mobile oder zusätzliche Menüs kann man jetzt auch den neuen Toggle verwenden. Dafür gibt man einfach die Klasse UK-Nachbar-Toggle und um das Icon selbst zu rendern, das Attribut UK-Nachbar-Toggle-Icon, das dann eben wieder das Icon injectet. Und auch sehr schön, die Nachbar kann man jetzt transparent machen. Dazu gibt man einfach die Klasse UK-Nachbar-Transparent. Und eben das übliche Problem, vielleicht passt es dann auf den Hintergrund nicht, kein Problem. Man benutzt einfach die Inverse-Komponente und gibt die Klasse UK-Light dazu, wenn man eben einen hellen Style hat und das Ganze auf einem dunklen Hintergrund darstellt. Wenn man jetzt einen dunklen Style hätte, würde man das wieder andersrum machen. Man benutzt die Klasse UK-Dark und das Ganze wird auf hellen Flächen dann wieder dunkel dargestellt und ist besser lesbar. Das ist halt super, wenn man dann irgendwelche Hero-Positionen hat, wo man Bilder hat. Das lässt sich immer super darstellen, ohne dass man großartig da noch wieder reinhacken muss. Dann, vorher gab es ja das Overlay, das ist jetzt auch ein wenig anders. Wir haben die drei Komponenten Overlay, Position und Transition, die man zusammen verwenden kann. Deutsch ist schwierig, Englisch auch. Genau, das Ganze wurde jetzt etwas vereinfacht und die Funktionalität wurde eben aufgesplittet in diese drei Komponenten. Zum Beispiel benutzen wir hier das Div mit der Klasse UK-Inline, um wieder einen relativen Position-Kontext zu erzeugen. Und mit der Position-Komponente selbst können wir Elemente absolut in alle Richtungen positionieren. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Klasse UK-Position-Bottom verwendet, um Text auf dem Bild unten links zu positionieren und auch Padding dazu zu geben, was dann automatisch passiert. Man kann jetzt auch Bottom-Center geben, dann ist das eben unten zentriert, Bottom-Right, unten rechts und das gibt es dann mit Top und in alle Richtungen, sodass man da ziemlich flexibel ist. Man kann auch den Margin beeinflussen, indem man nochmal UK-Position-Medium oder UK-Position-Small gibt für größeren oder kleineren Margin, um mehr Abstand nach außen zu erzeugen. Hier benutzen wir dann nochmal die UK-Position-Center-Klasse, um den Content zu zentrieren, wie das ja bei den meisten Default-Overlays so wäre. Und wir können auch die Klasse UK-Overlay benutzen, um Padding zu erzeugen und UK-Overlay-Default, um die Hintergrundfarbe hin zuzubekommen. Wie vorher eben auch schon erwähnt, alles was irgendwie Farbe nochmal zusätzlich gibt, ist mal ausgelagert in die Default-Klasse. Man könnte eben auch UK-Lay-Primary geben, um nochmal eine andere Hintergrundfarbe zu benutzen. Und natürlich möchte man Overlay vielleicht auch nur auf Hover haben, dann kombiniert man das Ganze mit der Transition-Komponente. Dazu benutzt man einmal die UK-Transition-Toggle-Klasse, um wieder das zu hovernde Element zu definieren, das dann das Overlay zum Erscheinen bringen soll. Und man gibt eine von den verschiedenen UK-Transition-Klassen, um verschiedene Effekte zu geben, wie in diesem Beispiel zum Beispiel UK-Transition-Fade. Eine Liste von allen Transition-Klassen findet man dann natürlich auch wieder in der Dokumentation zur Transition-Komponente. Dann noch die letzte Neuerung vorerst, von der ich etwas ins Detail gehe, die Lightbox. Auch die wurde überarbeitet, modernisiert und ist jetzt super leicht. Das heißt, statt dass man ein dickes Third-Party-Plugin benutzen muss, liefert UIKit selbst die perfekte Lightbox mit, die man direkt einbinden kann. Dazu gibt man jetzt einem Container das Attribut UK-Lightbox und dadurch werden alle Anker darin automatisch zu Lightbox-Links. Die geöffnete Lightbox hat dann zum Beispiel auch direkten Close-Buttons oder je nachdem, welche Funktionalität man ihr gibt, auch
die Controls direkt mit drin. Man kann eben zum Beispiel auch eine Caption hinzufügen. Dazu muss man dem entsprechenden Icon das Attribut Data Caption geben mit dem Text, der in der Caption stehen soll als Parameter. Zum Beispiel hier steht dann eben Caption drin. Und natürlich kann man auch, sind automatisch mehrere Lightbox-Links miteinander verlinkt innerhalb der Lightbox. Und dazu kann man dann auch eine Animation definieren, mit der zwischen den jeweiligen Slides gewechselt werden soll. Dazu benutzt man das Animation Property mit den möglichen Definitionen Slide, Fade und Scale. Das war jetzt nur ein paar Beispiele für Komponenten, die wir überarbeitet haben. Alle zu zeigen, wird natürlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur noch, um es kurz anzureißen, die Utility wurde komplett aufgesplittet und wir haben jetzt eigene Komponenten für Padding, für Margin, Headings, Divider und so weiter. Das Off-Canvas wurde überarbeitet und hat jetzt verschiedene Animationsmodi, Slide Push und Reveal. Es gibt eine neue Background-Komponente, mit der man Hintergrundfarben, Hintergrundbilder, Background Sizes, man kann es covern, man kann es contain, man kann verschiedene Blend Modes geben. Also die Background-Komponente ist auf jeden Fall ziemlich umfangreich geworden. Es gibt die Toggle-Komponente mit neuen Funktionalitäten, zum Beispiel Toggle-Klassen, die von der Viewport-Größe abhängen. Es gibt eine neue Spinner-Komponente, mit der man eben Ladeprozesse zeigen kann. Und die Form- und Tab-Komponenten wurden komplett überarbeitet. Dann, ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, die Dokumentation wurde von Grund auf neu geschrieben. Und ich zeige das jetzt mal kurz, da muss ich noch mal kurz wechseln und hier gucken. Genau, hier hinten. Da. Muss man erstmal die Maus finden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel hier. Wir haben jetzt zum Beispiel. Wir haben jetzt rechts eine Navigation, mit der man einmal direkt zu den jeweiligen Bereichen innerhalb der Dokumentation scrollen kann. Man kann den Test direkt öffnen, wo man dann nochmal mehr Anwendungsbeispiele hat für die jeweilige Komponente. Also eigentlich so ziemlich alles, was wir arbeiten hier selbst mit dem Test, alles was mit der Komponente möglich ist, ist da eigentlich sichtbar. Wir haben die Möglichkeit hier direkt bei GitHub ein Issue zu reporten. Wir können bei Gitter direkt Hilfe anfragen. Wie erwähnt, da sind jetzt um die 1300, 1400 Mitglieder. Das heißt, man wird da wohl auch relativ schnell eine Antwort bekommen. Wir selbst sind natürlich da auch aktiv. Und die Beispiele an sich sind sehr, sehr viel umfangreicher geworden. Man hat eben einmal einen Preview, man kann direkt zum Markup switchen und ziemlich cool, man kann hier einfach das Markup kopieren oder das Ganze auch einfach bei CodePen bearbeiten. Das ist natürlich ganz cool. Hier. Und ich gehe mal davon aus, dass ich euch inzwischen alle überredet habe, auf UIKit 3 zu upgraden. Darum werde ich noch mal kurz ein bisschen erklären, wie man migriert von UIKit 2 auf UIKit 3. Und zwar haben wir dafür ein Skript entwickelt, das super einfach zu benutzen ist. Und zwar geht man hier in den Docs einfach auf Migration. Hier ist ein Button. Den müssen wir einfach nur hier in die Lesezeichenleiste ziehen. Vorführeffekt. Wo ist er? Zweimal da. Nee, das ist nur die Icons. Sicher? Ja. Aber, mal gucken, ob das jetzt. Also vorhin hat das noch funktioniert. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das muss doch irgendwie gehen. Ich glaube, ich nehme das aus, dass ich ein bisschen tiefer drin war. Tiefer? Jetzt geht's. Ja. Danke, netter Herr in der ersten Reihe. Genau, so, nachdem das so super funktioniert hat, klicken wir einfach das Bookmark. Oder hier besser gesagt. Das ist Chrome. Das ist komisch. Ja, oder? Gehst du auf Feuer? Ja. Chef sagt ja. Und um das jetzt mal zu zeigen, wir haben ja noch unsere UIKit 2 Seite. Daran lässt sich das natürlich super zeigen.
Wir müssen jetzt einfach nur die DevTools öffnen und man sieht schon ganz, ganz viel rot. WLAN, okay. Und man sieht jetzt hier verschiedene Warnings. Die zeigen einem, wo noch UIKit 2 Markup verwendet wird. Und das ist ziemlich cool, weil er einem genau erklärt, wie sich die Klassen verändert haben. Zum Beispiel, UK-Button braucht jetzt einen zusätzlichen Style. Das habe ich ja ein paar Mal heute abgearbeitet. Und zwar müsste man jetzt die UK-Button-Default-Klasse dazugeben. Man möchte natürlich auch wissen, wo das ist. Kein Problem, man hat hier einfach das Element und es wird gehighlightet. Und so zieht sich das jetzt rum durch. Zum Beispiel das Grid hat sich ja auch ein bisschen verändert. Die Data UK Grid Margin Klasse funktioniert so nicht mehr, sondern man gibt eben einfach das, keine Klasse, Attribut, man gibt das UK Grid Attribut und dann funktioniert das Ganze wieder. Und man kann eben sehen, wo das überall auftaucht. Ja, ist natürlich hier relativ viel, weil es natürlich die komplette UIKit 2 Seite ist. Oh, das hilft einem natürlich super gut, Sachen zu migrieren, weil man eigentlich nichts mehr übersehen kann. Sobald irgendwo noch UIKit 2 Markup ist oder irgendwas fehlt, wird man darauf aufmerksam gemacht. Was natürlich ganz cool ist. Ja, fassen wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Also wie bereits erwähnt, wurde jede UIKit-Komponente nochmal komplett neu überdacht. Die Utilities wurden aussortiert und stattdessen in eigene Komponenten aufgesplittet, was darin resultiert, dass wenn das UIKit so kompiliert ist, dass es die gleiche Funktionalität hat wie UIKit 2 derzeit, ist es ungefähr 25% kleiner. Wir haben natürlich jetzt eben zusätzliche Komponenten wie Inverse, die kann man eigentlich auch rausschmeißen, wenn man tatsächlich Wert darauf legt, dass es sehr klein ist und eben nur eine einfarbige Seite hat. Das Ganze funktioniert außerdem super mit allen reaktiven JavaScript-Frameworks wie Vue.js und Webpack. Das sind eben auch Tools, die wir für unsere eigenen Projekte benutzen. Darum wird UIKit natürlich auch laufend darauf abgedatet und optimiert. Wir haben eine eigene SAS-Version und eine eigene RTL-Version und für konfliktfreies Arbeiten den Scope-Modus und die Möglichkeit, Custom-Prefixes zu kompilieren. Und ja, noch ein kurzer Blick in die Zukunft. jQuery wird in absehbarer Zeit dann auch nicht mehr notwendig sein. Das werden wir rauskicken. Und wir werden sehr bald die Slideshow einbauen und das Dynamic Grid, was dann UIKit wahrscheinlich vervollständigen wird, sodass wir hoffentlich im Spätherbst die stabile Nuller-Version rausbringen werden. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Nochmal ganz kurz in eigener Sache, wir sind ja Sponsoren hier. Wenn ihr in eurem Stempelheftchen noch unseren Stempel haben wollt, dann geht ihr zu Hendrik, den Mann in Grün. Der hilft euch da weiter. Ganz kurz auch noch, die vorhin unseren UTheme Pro-Vortrag nicht gesehen haben. UTheme Pro ist natürlich komplett auf UIKit 3 gebaut. Wir haben wunderschöne Themes damit schon erstellt und arbeiten gerne damit. Kann man natürlich dann auch auf der UTheme-Webseite sehen. Das machen wir jetzt auch schon seit einer Weile, fast ein Jahr, glaube ich, dass wir auf UIKit 3 Themes bauen. Das war von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Ja, aber zu UTheme Pro und UIKit. Okay. Uns reicht dieses Icon-Set nicht ganz. Und es gibt ja die Möglichkeit, Custom-Fonts einzubauen über das Child. Okay. Gibt es das auch für Icons? Also kann ich das dann genauso machen? Das. Ich weiß nicht, die Frage war, ob man über das Child-Theme Custom Fonts einbauen kann, um Icons zu erweitern. Kann ich selbst ehrlich gesagt nicht beantworten. Also Custom Fonts kann man. Ja, ja, aber ob man eine Icon-Font als Custom Font einbauen kann, um mehr Icons darzustellen. Nicht als Fonts, also es sind ja SVG. Ja. Und ob ich da eine Möglichkeit habe, die da reinzuladen und dann über den Page-Builder darauf zuzugreifen. Prinzipiell wahrscheinlich schon, kann ich jetzt nicht genau beantworten. Weiß das jemand von den Entwicklern? Also ich könnte vielleicht mal, du kannst ja das UIKit halt selber kompilieren und in UTheme Pro dann ersetzen. Mhm. Ist aber ein bisschen umständlich, würde ich sagen. Und es würde dann beim Update ist wahrscheinlich überschrieben. Ich weiß nicht, ob man das Update safe machen kann. Okay. Du könntest aber UTheme Pro auch einfach, also du kannst ja Bilder einfach
benutzen und dein über UK SVG auch das Copy Icons. Ja, es wäre halt für meine Kollegen in der Agentur einfacher, wenn die das raussuchen könnten aus dieser Liste. Mhm. Und wenn ich das vorher einbinden würde, dann wäre es halt easy, dass alle zusammenarbeiten, ja, ohne dass ich dann immer die Grafiken da reinschmeißen muss. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so schnell beantwortet, vielleicht kann man ja nach dem Vortrag dann nochmal ins Detail gehen da. Sonst noch Fragen? Erstens, zum zweiten, zum dritten. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.